Monsieur Albert macht den großen Urlaubstest auf den Kanaren. Heute schicken wir ihn in das Surfer- und Strandparadies Fuerteventura. Nirgends gibt es mehr Karibik-Feeling als auf diesen Inseln. In der Touri-Hochburg Caleta de Fueste steht ein Hotel, bei dem sich die Online-Kritiken spalten. Nur 60% würden es weiterempfehlen. Im Dorado Suites Hotel kostet das Zimmer pro Nacht 70 Euro. Immerhin, dafür hat man es auch nicht weit zum Flughafen. Auf dem Internet, es war zwei verschiedene Meinungen. 50% waren sehr zufrieden, die anderen 50% waren enttäuscht. Typisch für die Kanarischen Inseln. Viele Hotelzimmer sind wie Apartments eingerichtet. Es gibt also ein Wohnzimmer und eine kleine Kochnische. Doch wie hält man es denn hier so mit der Sauberkeit? Im Internet haben ein paar Leute beschwert. Das erste Mal, das Zimmer ist schmuddelig. Ja, es ist ein bisschen dreckig. Aber ich muss sagen, guck mal, der Kühlschrank, der ist total sauber. Ja gut, das ist nicht das modernste Apartmentanlage oder das modernste Zimmer, aber ich finde, es ist alles total okay. Auch die Bäder sollen dreckig sein. Auf den ersten Blick sieht es nicht danach aus. Ja, die Meckerfreaks haben wieder gemeckert, dass das Zimmer ist nicht sauber. Und es sieht alles sauber aus. Guck mal, hier der Becken auch. Es ist sauber. Die Zimmer sind überraschend sauber. Und der Ausblick? Das ist der Straßenblick mit ein bisschen mehr. Ja gut, aber ich finde, der Balkon ist groß genug. Man kann nicht alles haben im Leben. Das sieht nicht schön aus, muss ich ehrlich sagen. Ebenfalls in der Online-Kritik durchgefallen, der Pool. Gerade ist übrigens Essenszeit, deshalb die gähnende Leere. Verstehe ich nicht. Die Leute haben gemeckert wegen dem Pool. Für mich, der Pool sieht sehr sauber aus. Weiterer Kritikpunkt, kein Strand vor der Tür. Da werden die Internetkritiker wohl die Wahrheit sagen. Aber man ist direkt am Meer. Hier kann man leider nicht schwimmen. Aber der nächste Strand ist nur 300 Meter. Das ist doch nicht weit, man darf nicht vergessen. Das Hotel kostet nur 70 Euro pro Zimmer. Und das ist mit Verpflegung. Das ist doch nicht viel. Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich stimmt, testet Albert am Buffet. Denn für 70 Euro pro Nacht gibt es sogar Halbpension. Schmeckt's denn? Ich hasse Fleisch mit Fett. Und das ist genau richtig. Mmh. Das Geschmack ist total gut. Die schlechte Kritik, sie stimmt nicht. Ach, Fuerteventura, überall Strände und Dünen und Sand und Surfer. Doch Albert hat einen Strandtipp, an dem man ziemlich sicher niemandem begegnet. Nur kommt man da nicht so einfach hin. Wo bringst du mich jetzt hin? Jetzt fahren wir in den Süden. Im Süden? Zu einem ganz geheimen Strand im Endeffekt. Okay, dann fahren wir los. Ja, dann hopp. Yes, sir. Das Ziel der Jeep-Tour, der Strand Roque del Morro im Süden der Insel. Erst seit 2 Jahren ist die Straße dorthin ausgebaut. Aber aufgepasst, Kurven ohne Ende. Wie lange fahren wir jetzt? So zwischen 28 Minuten bis 50 Minuten. Es kommt auf die Verträglichkeit drauf an. Darling, ich sehe wie ein Weicheier, aber ich bin keine Weicheier. Du kannst ruhig Gas geben. Aber langsam, ja? Jeep-Touren wie diese werden oft von Surfschulen angeboten, da der Strand mit besonders hohen Wellen glänzen kann. Albert, alles gut? Kein Problem. Ich habe volles Vertrauen in dir. Ja, wenn eine Renate hier sitzt oder Beate hier sitzt, aus der Eifel oder Wuppertal, ich würde Angst haben. Aber du bist doch der geile Alex aus Schwabenland. Ja, dann geben wir mal Gas, ha? Ja. Oh! Nein, nicht so viel Gas, bitte. Step by step. Zu den Kurven. Oh, Alex. Kommt noch extrem starker Wind. Zum Glück hat Alex den Urlaubstester fest im Griff. 11 Kilometer Sandstrand. 11 Kilometer Strände? Ja. Gar nichts hier? Gar nichts. Kein Mensch! Mein Gott! Oh, da hinten hat es noch ein Dorf, das Kofete-Dorf. Okay. Aber das war's dann. Und wir fahren jetzt hier runter. Wir fahren da unten? Ja. Okay.
Etwa 45 Minuten dauert die Tour von Morro Jable zum Strand. Auf dem letzten Kilometer heißt es Vorsicht, die Straße ist nur noch einspurig. Dieses Terrain ist nur was für Profis. Oh. Alex? Ja? Langsam? Ich tue mein Bestes. Yes, sir. Oh mein Gott, das sieht super geil aus. Ja. Willkommen im menschenleeren Paradies von Fuerteventura. Der Strand von Roque del Morro zieht höchstens mal ein paar Surfer an. Doch auch die machen sich heute rar. Und das ist hier alles Naturschutzgebiet hier. Genau. Deswegen, es gibt keine Imbissbude. Nichts. Gar nichts. Schade. Unschwer zu erkennen, das Meer ist hier sehr rau. Auch wenn das Wasser anfangs flach ist, für Kinder ist das hier kein idealer Ort. Für Erwachsene schon. Das ist mega Hit. Das ist ein richtiger Geheimtipp. Alex, du hast vollkommen recht. Kein Mensch. Kilometerlange Sandstrände. Kein Mensch. Zeit für einen weiteren Insider-Tipp. Wo kann man die Eindrücke am besten verdauen? In einer Bar. Hola. Zurück im Ferienort Morro Jable empfiehlt Local Alex die Bar El Navigante. Das ist ein Geheimtipp von Alex, das Navigante. Die haben das beste Cocktail hier. Die Bar ist beliebt bei Surfern, Einheimischen und Sparfüchsen. Kein Cocktail kostet mehr als 9 Euro. Mmh, das ist lecker. Ich finde das Rosendakri. Ist genau richtig, weil es ist heiß und es ist sehr erfrischend. Und ich finde, die Preis-Leistung stimmt. Kostet nur 6,50 Euro. Und es ist lecker. Und deine Cocktail, Wakibiki? Wo? Kostet auch ungefähr 6,50 Euro bis 7 Euro. Perfekt. Die Preis ist total in Ordnung. Ja. Preis-Leistung stimmt. Wenn Sie jetzt Lust auf die Kanaren haben, es gibt noch einige Last-Minute-Angebote im Netz für Ihren Pfingsturlaub. Sobald man sich aber eingegroovt hat, macht die Anlage richtig Spaß. Vor allem, wenn man gegen andere antritt. Und dabei sind alle Mittel recht. Denn was nach Kindergeburtstag aussieht, ist einfach nur geil.